Jacotaste.com und das ist Hershey's Cookies and Cream. Yeah. It's obviously a chocolate from the States, USA, Pennsylvania. Okay. Sheer. What is sheer? Sunflower and or safflower oil. Okay. Hershey's.com, here nutrition facts. Here. Founded in 1909. Ah, the Milton Hershey School, alright. Hershey is probably a little bit older. Yeah, unfortunately it's already broken, I apologize. Ah, this looks funny. Yeah, I need to make a video. So these are cookies. Cookies remind me of the Oreo from the color and stuff. Yeah, little cocoa cookies. Okay, Hershey's. Yeah, Hershey's. Let's do it. That's a good salad. Yeah, it's definitely a win. It's obviously white chocolate. There's also a distinctive white chocolate taste. I have to take this into account, but it's a very good chocolate, basically. Very nice. Like this cookie pieces makes it super crunchy. Yeah, please share your opinion about cookies and cream. Continue. Ja, das ist jetzt aus den Staaten. Hier immer so, die haben kleinere Schokoladentafeln, bei denen ist die Tafel nur 43 Gramm. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen verantwortungsvoller, als sich jedes Mal 100 Gramm einzuballern. Oder geht euch das gar nicht so, dass ihr das dann auf Teufel komm raus aufessen müsst jedes Mal? Ja, hier die Zutatenliste. Die Angabe hier finde ich irgendwie total komisch hier oben. Sunflower and or Safflower Oil. Na egal. Ja, die Kekse sind solche Kakaokekse, wie man sie von Oreo her kennt, würde ich sagen. Ja, das sieht man ja so ein bisschen. Und das ist halt weiße Schokolade. Genau. Müsste lustig. Das ist ein Crossover zwischen dem Keks und der weißen Schokolade. Ist ja sehr gut. Okay, wenn ihr das schon mal probiert habt, bitte teilt mir eure Meinung mit. Und ansonsten war es die Review. Danke fürs Zusehen.